Sascha Hehn, mit 68 plötzlich Papa. Mit 68 Jahren hat Sascha Hehn es nochmal gewagt. Er hat geheiratet, und zwar gleich eine Familie. Er hat es getan, und wir lüften exklusiv das größte Geheimnis des Schauspielers. Sascha Hehn, 68, sagte klammheimlich, still und leise ja zu seiner Gloria. Und heiratete damit eine Familie. Denn seine Frau brachte Sohn Christopher mit in die Ehe. Der TV-Star versteht sich blendend mit ihm, genießt sein spätes Glück als Patchwork-Vater. Sascha Hehn ist super happy. Verraten hat das romantische Versprechen übrigens ein winziges Detail: das Impressum von Gloria Krass, Agency for Filmmakers, ihrer internationalen Filmagentur mit Sitz in München. Dort steht als verantwortliche MRs Gloria Hehn, früher Krass. Die attraktive Geschäftsfrau hat also auch den Namen von Sascha angenommen. Wie schön, dass sie die richtige Frau an seiner Seite ist, stand für Sascha schnell fest. Mit meiner Frau fühle ich mich reich beschenkt. Ich habe zum ersten Mal im Leben das Gefühl, dass ich wirklich angekommen bin. Gloria ist ein liebenswerter Mensch, ein echter Schatz. Die gebe ich nicht mehr her, sagte Sascha beim Interview auf Kuba. Eine Fahrt in den Hafen der Ehe schloss der ehemalige Traumschiffkapitän allerdings lange aus. Eine Hochzeit liegt nicht auf meinem Kurs, betonte er immer wieder. Und jetzt ist er doch im Hafen der Ehe, mit 68. Punkt. Passend dazu gab es eine Trauung mit Gloria in Krachlederna und im Dirndl, im kleinen Kreis und ganz bestimmt mit selbst geangeltem Fisch.